Ja, genau. Den sehe ich auch ganz selten, ne? Den German Suplex. Karnak. Ja, ihr könnt auch mal sehen, wie das ist, wie man die Leute dann hier vom Dings runterholen kann. Vom Käfig. Das kann doch echt frustrierend sein. Wenn man nämlich die ganze Zeit schlägt, der fällt einfach nicht runter, ne? Ich kann mich noch an das Cage-Match SmackDown 1 gegen Christoph erinnern. Das war vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so. Aber egal. Bombs! Ich mag den Tritt. Ich mag meinen Brainbuster. Ist auch sehr toll. Ja, aber hier wirklich. Da kriege ich jetzt aber schon ein bisschen aufs Maul auch, ne? Finde ich so gut. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, du Ratte, okay, okay. Du willst auch ein bisschen was auf dem Maul haben, ne? Penner. Komm, wir wechseln mal den Gegner. Er hat schon ein bisschen Wirbel gekloppt. Rocky Bock. Shit! Au! Salto! Ja, ich wollte jetzt eigentlich einen German Suplex machen. Wie sieht es bei dir mit Technical Defense aus? Ey, Brock Lesnar kriegt die ganze Zeit nur auf die Fresse, ne? Kann das sein? Das ist nicht so cool. Dann kann ich noch meinen ersten Finisher verteilen. So, halt mal ein bisschen warm, Brock. Muss ich mich gerne abhauen. Ah, schneller, 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 schneller. Nein! Ich war doch schon oben, Herrgott. Scheiße, war mal knapp. Und das Runterfahren vom Käfig, das zeigt richtig. Entschuldigung. Ah! Oh. Fast mein Uppercut schon auch noch ausgeführt gehabt. Aua! Komm. Warum die Kommentatoren überhaupt noch Sinn, ne? Die machen eigentlich nicht so viel Sinn. Entschuldigung, da war ich zu langsam. Ich habe auch echt selten Submission-Moves, wenn er auf dem Boden liegt, am Kopf. Das ist mir mal so aufgefallen. Okay. Ja, ich zeige mich jetzt ja gerade aber auch nicht unbedingt von meiner besten Seite, muss ich sagen. Hab schon mal besser gekämpft. Zack! Wäre schon mal tot. Bums! So, ich bin raus. Komm, kümmere dich um ihn. Nicht aufwachen lassen! Sehr gut. Komm, hau ab! Nein, der muss jetzt alleine kämpfen. Scheiße. Aber ich kann von außen helfen. Verflucht. Okay, das wusste ich nicht. Kann ich wieder reinklettern, bitte? Scheiße, hat den Handicap, Mensch. Fuck. Komm, ich halte ihn hier fest. Ist okay. Geisterstück. Düpdidu. Wo ist nur ein Singles-Match, Burg? Das schaffst du. Ich glaube an dich. Ich hau dir gerade so zu Brei, ne? Du müsstest eigentlich gleich richtig tot sein, denke ich. Ich lasse ihn nicht mehr los. Jetzt kriegst du sogar beide da rein. In die unendliche Schleife. Wer macht jetzt den Suplex mit wem? Ja, das ist aber echt scheiße, ne? Hat der Red schon den Brock so gut unter Kontrolle hat. Pumps! Ich mag die Clothesline. Komm, hau ab! Ich hab den zweiten hier im Griff. Ja. Und runter mit dir. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Ich weiß auch nicht, wie meine Faust durch das Drahtgitter durchgepasst hat, aber ist ja egal. Es hat funktioniert, das ist die Hauptsache. Und die nächsten Pay-Per-View erfolgreich abgeschlossen. Mr. McMahon ist hier. Es sieht so aus, als hätte er einen aufgebrachten Magen. Das war das schlechteste Match, was ich jemals gesehen habe. Weißt du warum? Weil ihr nämlich verkackt habt, Brock. Ihr habt es nicht verdient, hier zu wresteln. Ich werde euch das nun verkünden als einer der Eigentümer der WWE. Ihr seid gefeuert. Was? Er kann das nicht tun. Das ist eine Warnung an alle Superstars, die gegen sie sind. Es geht gar nicht mehr ums Geschäft. Mr. McMahons Ego hat ihn übernommen. Und wir können wieder was freischalten. Oh my goodness.
Was nehmen wir denn mal? Moves. Bringt zwar eigentlich alles nichts, aber ich werde nicht alles freischalten. Das war halt nämlich auch das Coole. Ne? Man hat natürlich ein paar Saisons gespielt, bis man alles freigeschaltet hat. Also ich denke mal, man müsste quasi dreimal zwei Jahre spielen, um alles zu kriegen. Wenn überhaupt, ne? Und dann kann man halt mit den Sachen, die man freigeschaltet hat, nämlich dann sich nochmal was Neues kreieren und dann weitermachen, ne? Oder beziehungsweise dann nochmal neu spielen und dann was Neues freischalten. Und dann immer so weiter mit den neuen Moves, ne? Neuen Charakter machen oder die Moves des vorhandenen Charakters anpassen. Das ist schon cool. Format Battle World, das ist zum Beispiel ein Match, das ist geil. Das ist geil. Vor allem auch die Besetzung, ne? Steve Austin, Triple H, habe ich beide jetzt noch nicht gegen gekämpft. Zumindest bei doch Austin. Ah, wobei, habe ich gegen ihn gekämpft? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh, nur mit ihm. Oh, der Mann mit dem größten Ego in der WWE, Ric Flair. Er ist der Undisputed Ego-Champion. Hahaha. Unglücklicherweise ist das, was Vince am anderen Tag getan hat, falsch. Brock ist nicht der einzige Pathetic One around hier. Pathetic One. Ach, nur Brock ist gefeuert, okay. Ich sage, dass Default ebenfalls gefeuert oder hätte gefeuert werden müssen. Also werde ich nun ein Match gegen Default haben. Der Verlierer wird gezwungen sein, die der persönliche Assistent des anderen zu sein. Okay, da freue ich mich ja drauf. Also Ric Flair ist, ne, ich sag mal, das sollte kein Problem sein, den kaputt zu kriegen. Wie gesagt, ich glaube, das ist sogar vom Wrestling her derjenige, der, glaube ich, die meisten, oder am meisten... Ist das Main oder Steve Austin? Das ist Rikishi. Okay, ne, keine Lust auf dich. Oder? Ja, ne, komm. Der mit den meisten Champion, glaube ich, auf jeden Fall. Mit den höchsten Champion auf jeden Auszeichnungen da, ne? Anzahlmäßig. Aber weiß ich, ob das auch noch aktuell ist. Hey, sieht gut aus. Ich habe gerade eben mein Pre-Match, also mein Vormatch-Ritual, ja, beendet. Wie sieht's mit dir aus? Ritual, was ist das zum Teufel? Du weißt nicht, was das Ritual ist? Vor dem Match musst du ins Badezimmer gehen. Dann wirst du dich richtig gut fühlen. Du musst ganz viel leer machen und es richtig stinkig machen. Ich war schon, also, mir geht's gut. Wir sehen uns später. Der hat mir gerade von seinem Stuhlgang erzählt. Habe ich verstanden, ja. Okay. Dann ist es halt so. Nicht? Gut, ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Ihr müsst nackte Männer sehen. Nackte alte Männer. Mark Henry. Farouk. Farouk is on fire. Ich glaube, das wird wirklich Pilleballe sein. Ric Flair war auch beim Slumber Knocker, glaube ich, der Erste, der mit dem Pedigree direkt K.O. gegangen ist. Also zumindest, als ich das dann offscreen gespielt habe. Also von daher bin ich guter Dinge, dass das jetzt nicht allzu schlimm werden wird. Aber was das bedeutet, wenn ich jetzt das Match gewinne, ist Ric Flair mein persönlicher Assistent. Das heißt, ne, dass ich eigentlich so ein bisschen über den bestimmen kann. Und wenn ich dann über dem Eigentümer der WWE stehe, was bin ich denn dann? Gott? Da müsste ich eigentlich quasi mit Vince McMahon gleichzusetzen sein, oder? Wäre natürlich geil. Hallo! Ich weiß nicht, ob Ric Flair auch damals das Nature Boy-Gimmick, also halt dieses blonde, braun gebrannte und so, ne? Also dieses blassblonde, braun gebrannte mit einem narzisstischen Gimmick. Ob der es damals so hat auferleben lassen. Das wär's gewesen. Close Call. Oh, ob es schon vorher jemand gab, der es gemacht hat. Ich glaube, der ist ja schon mittlerweile. Boah. War schon in den 70ern aktiv, der Flair? Wahrscheinlich, ne? So ein aufwendiger Move und gibt so wenig her, ne? Das ist traurig. Ey, hör auf damit. Knacks. Lauf! Oh, low blow. Komm her. Auf jeden Fall auch ein Showmaker, der Ric Flair. Weniger durch seine inneren Skills irgendwie aufgefallen, sondern eher durch seine Körpersprache und alles. Auch ein krasser Oversteller, also der hat wirklich die Moves des Gegners sehr gut verkauft. Ah,
Verflucht! Verflucht! Bams! Brainbuster! Und der ist tot. Alter, Brainbuster, das ist echt ein guter Move. Bums. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, war klar. Das war klar. Kabums! Ey, du Sack. Du Sau-Sack. Der wird auch Ric Flair und seine Chops. Machen wir jetzt mal. Machen wir den nochmal. Sambo Suplex. Naja. Das ist Jericho. Und? Gibt er auf? Nee. Ja, weil dann, wenn ich jetzt eh schon mal so weit bin, dann kann ich auch mal eben, mal eben so schnell, ne? Ey, du bist auf damit! Mensch! Ich könnte mal eben seinen Finisher klauen. Nämlich den Finger vor Leglock. Und weh, du gibst dich auf. Und nochmal so richtig zu demütigen, ne, bevor mein Assistent wird. Aber gut. Ja, der Ric Flair macht immer so. Nach jedem Job. So, und jetzt pass auf. Finger vor Leglock. Komplett Ausrastung. Ach, der läuft ja immer noch ein bisschen rum vor. Das ist mein Showmaker. Der Rock hat auch damals richtig geil nachgemacht. Der Ric Flair war auch zwischendurch bei der WWE und, ich meine, beim Ric Flair war ja vorher auch schon bei WWE und hat, glaube ich, die Evolution gehabt, zusammen mit, oh, ich glaube, Batista, Randy Orton und Triple H. Also war schon eine krasse Gruppierung. Wobei Batista damals, glaube ich, noch nicht so groß war. Und da hat er dann, glaube ich, auch sich mit The Rock angelegt, oder The Rock mit denen, besser gesagt. Das war auch mal sehr lustig. Die Folge ist der Gewinner. Er hat dieses unglaubliche Personal Assistance Match gewonnen. Er will den Nature Boy als persönlichen Assistenten haben? Unglaublich. Tja, der pinkelt mir bestimmt nur morgens in den Kaffee. Aber egal, ich trinke ihn dann trotzdem noch mit Hochgenuss. Und der schmeckt heute aber besonders gut und wirkt dabei. Ach, September sind wir schon. Das geht ja echt schnell, ne? Aber klar, wir hatten jetzt 3 Monate Pause mit wegen dem Film. In Triple H. Gucken, ob es dabei bleibt. Kämpft aber gegen den ja auch noch nie. Das Einzige... Ja gut, bei seinem Comeback habe ich ein bisschen was über den erzählt. Aber ich habe dafür seinen Finisher geklaut, ne? Oder einfach mal übernommen. So dreist ich auch bin. Nun, ich werde mein Versprechen halten. Auch wenn ich das überhaupt nicht leiden kann, Default. Komm, nenn mich Mr. Default. Ich möchte, dass du mein Match für mich wrestles. Sorry. Mr. Default. Das kann ich nicht hören. Sag es mit einem Lächeln. Mr. Default. Gefällt mir. Ah, Mann, da hätte ich aber lieber Vince McMahon, hätte ich dann lieber gehabt. Also den Ric Flair kann man ja auch so ein bisschen leiden, ne? Ich habe mich am Anfang echt für den eingesetzt. Ich bin mal gespannt, ne? Also wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit habe, für den, dass er ein Match für mich wrestelt, dann würde ich das auf jeden Fall einmal nutzen. Einfach um herauszufinden, ne, was passiert, wenn er verliert, ob ich ihn total zur Sau machen kann. Spectacular Smackdown Camera Angle. Come to play my game. Ah, den haben wir schon gesehen, stimmt, als er zurückgekehrt ist. Also gut, ich glaube zum Ende des Jahres, ne? Eigentlich zu Anfang des Jahres, wo ich schon gesagt, oh mein Gott, Triple H ist zurückgekehrt, ne? Und das ist das erste Mal, dass ich jetzt gegen den kämpfe. Den Twitch haben wir schon bei seiner Rückkehr gesehen. Also bei seinem Rückkehrgedöns. Weil ich dachte, jetzt gibt es dann voll den krassen Storyplot mit ihm, ne? Und selbst das Match hätte ich jetzt über jemand anderen bestreiten lassen können. Ist das nicht traurig? War schon krass, weil ich überlege mich gerade, früher hatte ich unglaubliche Probleme, zumindest bei Just Bring It auch mit dem Slobberknocker gedöns, wo
Ne? Also da waren, glaube ich, nur 30 oder 40 Leute, die ich da zerstören musste. Und das habe ich damals ja auch auf leicht, glaube ich, gemacht. Also damals, als ich das Offspiel gespielt habe, garantiert. Also als ich das Quark gespielt habe, als das Spiel rausgekommen ist. Und jetzt habe ich das einfach mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad geschafft mit 100 Leuten. Also ordentlich aufs Maul bekommen, viel hätte ich, glaube ich, auch nicht mehr ausgehalten. Aber trotzdem. Ja, okay. Das war wahrscheinlich nicht noch ein bisschen zu optimistisch. Neckbreaker! Was willst du? Okay, wird gekontert, sehr gut. German Suplex! Kapuff! Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Na? Ey! Geht's noch? Ey! Anderen besser, wo ich ihn nochmal auf mein Knie aufballere. Pams! Ich will eigentlich ein Finisher klauen, aber es ist ja der gleiche, den ich auch habe. Von daher macht das nicht sehr viel Sinn. Willst du aufgeben oder was? Gib mir die Chance. Ja. Ah, der Singles Match ist da die. Ich glaube, da kann mir nicht mehr viel passieren. Uiuiui. Entscheidend sind da wirklich diese. Von wegen erster Folge gewinnt Matches. Die erste Aufgabe. Warum verprügel ich die? Habe ich jetzt gerade auf noch einen Knopf gedrückt? Das war gar keine Absicht. Ding, 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 ding. Mein Gott. Alter. Warum tue ich das? Warum tue ich das? Ich glaube, ich habe gerade wirklich nur aus Versehen einen Knopf gedrückt. Oder verletze ich jetzt selbst einen nach dem anderen, bis die Chefs wieder klarkommen auf ihr Leben. Ist das Kündigungsgezumpel jetzt eigentlich weg oder kommt da jetzt noch was? Wegen Krieg von Eigentümern gegen Wrestler. Ja, ich glaube, den Moment machen wir auf jeden Fall jetzt noch zu Ende. 9 Uhr haben wir jetzt. Oh, wir haben gar kein Match. Noch nicht, noch nicht. Muss man vielleicht dazu sagen. Okay, keine Story, also keine direkte Story erstmal. Oh doch, die Fall ist hier. Sieht aus, wenn du bereit wärst für Action. Und wieder, warum kommt durch den Fronteingang rein? Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Good morning. Guten Morgen, Mr. Default. Say woo! Da verzichte ich auf den Kaffee. Ich dachte, da kommt jetzt wenigstens auch der Sound. Finde ich gut. Say who. Gefällt mir. Ah, jetzt haben wir doch einen Mensch. Schau mal einen an. Ich hätte trotzdem schlechtes Gewissen, wenn ich den so behandeln würde. Und da bin ich davon, was vorgeschehen ist. Nobody here. Elbert! Ja, aber eigentlich habe ich auch mitgedacht. Elimination Normal Six-Man Take. Ah, oh, das ist schwierig. Steve Austin's Team gewinnt. Ja. Und ich gegen Jericho. Ach ja. Oh, ich muss mal kurz mein PlayStation 3 ausmachen. Ich wollte eigentlich zuerst zocken, aber da habe ich mich doch entschlossen, erstmal doch nochmal aufzunehmen. Tajiri! Die Ladebildschirm hat er, glaube ich, auch noch nicht. Y2J! Was war? Achso, ich hatte jetzt einen Manager dabei. War aber ein normales Match, ne? Schön, dass du deinen Anzug an hast. Ric Flair hat sogar seinen Finisher frei. Ist mir ehrlich, dass ein Submission-Move ist und der mir jetzt hier gerade gar nichts bringt. Jetzt, was wäre, das denn schwächen würde? Okay, aber. Ich weiß gar nicht, wie es bei Submission aussieht. Vor allem, wenn der nicht zählt, weil er draußen ist. Nehmen wir den mal. Nehmen wir mal den hier. Achso, der Line-Song, den ich ja gerade gemacht habe, der ist übrigens auch wirklich von Chris Jericho geklaut. Eigentlich kann man meinen Kampf so beschreiben, eine Mischung aus Chris Jericho,
Ja, ein bisschen Shamrock ist dabei. Ein bisschen Benoit. Und noch irgendjemand, an den ich jetzt gerade nicht denke. Kapuff! Buja! Kapuff! Also Triple H natürlich nicht, weil da habe ich ja nur einen Move drin. Ist zwar mein Finisher, aber macht ja nichts. Eieiei. Ei, ei. Den hier machen! Verflucht, ich habe mich getroffen. Also angetroffen habe ich. Kapuff! Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Ich glaube, ich habe gerade mein E-Mail-Post. Ein E-Mail-Programm vielleicht gehört. Und der Finisher hat gesessen, das musst du zählen. Nee, hat nicht. Ärgerlich. Kann man nach einer Aufgabe gut pinnen? Ich weiß es nicht. Nee, kann man nicht. Wow, that was close, JR.